Nein. Dass es schwer war, durchzusetzen, ihn zu machen, hatte ich ja ein halbes Jahr Zeit genug auszuprobieren. Ich habe einen nach dem anderen der entscheidenden Leute davon überzeugt. Manche sind sehr, haben es mit sehr offenem Herzen von vornherein unterstützt, aber andere, insbesondere Ministerium für Kultur, da musste ich Stunden und Stunden und Stunden und Stunden und Tage diskutieren und bis ich schließlich diesen Stoff durchgesetzt hatte. Denn trotz des allgemeinen Klimas, das für einen solchen Stoff sprach, galten doch die Spielregeln des Apparats nach wie vor. Und es ist nicht leicht gewesen, die Produktion zu erreichen. Aber es ging eben, weil das allgemeine gesellschaftliche Klima so war. Es hat das Plenum stattgefunden. Da wurde nichts darüber gesagt. Ich habe auch nichts im Radio oder im Fernsehen gehört. Aber ein lieber Kollege kam, dem ich dafür auch sehr, sehr dankbar bin. Es war Konrad Wolf. Konrad Wolf kam hier, kam nach Babelsberg und kam zu mir und erzählte, was auf diesem Plenum los gewesen wäre. Und er war dazu weder beauftragt noch sonst etwas. Er hat das einfach aus kollegialem und freundschaftlichem Impuls getan und ich war ihm dafür außerordentlich dankbar, denn so blieb es mir erspart, das aus der Presse zu hören. Aber andererseits habe ich natürlich dabei auch dann gemerkt, wie ernst die Situation war und dass das also nun um mehr ging als um das Verbot oder nicht eines Films. Da ging es um mehr.